Schießstandsanzeigen brauchen wir heute ja zwei. Die eine, die oben, die elektronische, zeigt immer das Spiel von der Keller- und Halmbachbox. Und die andere hier, die zu blättern, immer das Spiel in der KWR-Box. Rechts Polanski, einer der also wie gesagt, ganz großen Hoffnungen im Nachwuchsbereich ohne in Doppel. Europa für Saarbrücken 2. Frei aufstellbar, frei wählbar die Aufstellung. Gegen den Russen von Fortuna Passau, Thomas kann, muss aber nicht Kolarek. Einer vom vorderen Parkkreuz, also 1 oder 2, ausgerechnet werden durch einen Ersatz. Tischtennispokal des Deutschen Tischtennisbundes. Gruppenphase. Hier in der Stadthalle in Hilpoltstein, Mittelfranken. Im letzten Jahr haben wir in Königshofen gegen Königshofen 3:2 gewonnen. Königshofen in bester Setzung. Sonntag. 27. August und gegen Grünwedersbach 2017 0-0 3:2 gewonnen. Turniersieger, erste Hauptrunde bei Borussia Dortmund 3:2 gewonnen. Zweite Hauptrunde, also Viertelfinale war das dann bereits. Hier das legendäre Spiel gegen den Erstligisten Werder Bremen gewonnen und dann zum Final Four. Es geht los.
Thank you.
Thank you.
paar Leute begrüßen. Die Presse ist mittlerweile auch da mit dem Wolfgang Winkel als zweiter Vertreter. Und wenn ich gesehen habe, ist der Benno Stanka, früherer Bezirksvorsitzender des Bezirks Mittelfranken. Herzlich willkommen, super, dass du wieder da bist. Die Oldies kennen dich alle noch. Thank you.
wichtiger Punkt für den TV Hilfolstein. 1:0, aber das in der dritten Liga auch toll gespielt wird, hat man an Jens Sabber gesehen. Tolles Spiel. So, es geht an der Keller- und Kalmar-Box geht's weiter mit dem zweiten Einzel. Es spielen Julia Mohr von NSU Neckarsulm gegen Petr David vom TV Hilfolstein. Stand 1:0 für Hilfolstein. So, das zweite Einzel
Auftaktreise ist auch zu Ende. Thomas Polanski gewinnt gegen Tomislav Kolarek und bringt Saarbrücken mit 1:0 in Führung. Und an der KBR-Box geht es weiter mit dem Spiel Denny Kosil gegen Thomas Lagatos. Ich darf die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Gäste zu begrüßen. Unser Bürgermeister habe ich gerade gesehen, der ist eingebrochen. Wunderbar, dass er jetzt schon da ist und tut. Da hinten steht er. Jawohl. Super. Markus Mahl, herzlich willkommen. Stammgast ebenso wie sein Nachbar da hinten, der Conny Sturm, unser Freund und Gönner, der uns öfter mal aus der Patsche hilft. Benno Stanke habe ich schon begrüßt. Begrüßen darf ich auch unseren Edelfan aus Dortmund bzw. Castro Brauxel, Andreas Meste, ist seit gestern da mit seiner Frau, kommt fast zu jedem Heimspiel und fast zu jedem Auslandsspiel. Der Stadtrat Alfred Waldmüller ist da, der hat Gäste aus Sachsen aufgenommen, heute zum ersten Mal.